So, herzlich willkommen zurück zur Pokémon Weißen Edition. Immer noch an der gleichen Aufnahmesession wie seit vier Parts. Wie man an der Uhrzeit sehen kann, es ist 9:30, kurz nach 9:30. Und wir sollen laut Turner zur Route 6 kommen. Huhu, Chiara! Erzähl doch mal, warst du in der Arena? Kann das sein? Wow! Das ging ja. Den Arena-Orden von Maria City. Wahnsinn, das ist ja echt klasse. Aber halt, ich darf nicht immer nur tatenlos deine Erfolge bestaunen. Dann wünsche ich sich selber einen Trainer. Los, ist es Zeit für einen Kampf? Ja, Bell. Zeit, wieder mit Stift aufzumachen. Bell heißt im Übrigen in Amerika und in der Serie selbst Bianca statt Bell. Was das wohl zu bedeuten hat. Aber wir werden es rausfinden. So. Terry Buck ist besiegt und ein Volltreffer von Leon. Flip. Und Somnivora wird Somnivora. Wir gehen einfach mal auf Hocker, weil es hat sich auf jeden Fall irgendwie Psycho-Pokémon, aber es ist das fliegende Psycho-Pokémon oder das Traum-Pokémon. Es ist das Traum-Pokémon. Schaufler. Naja, zum Glück hast du die Zornklinge nicht gesehen. Take this. Oh, das ist sehr effektiv, aber. Ja, schätze das Team von Gegnern zum Volltreffern. Zornklinge wird aber trotzdem stärker. Bam. Oh, sehr nice. Abgewehrt. Zornklinge nochmal. Ah, das reicht nicht ganz. Ein Liegler wird eingesetzt, aber die vierte Zornklinge, wenn die auch noch trifft, dann ist Somnivora trotz Hypertrank eigentlich Geschichte. Zornklinge wird nicht jedes Mal verdoppelt von der Stärke. Ach, reicht trotzdem nicht aus. Bam! Eine sehr hohe aufgeladene Zornklinge. Zornklinge lässt nach. Vegima kommt in den Kampf und wir setzen Lucy ein. Gut gemacht, Spocker. Du hast die volle Kraft von Zornklinge nutzen können. Die Beschwerde hört auf, ne? Egal, was da stand. Feuerschlag. Bam. Verkuckeln wir mit Focker. Okay, wir löschen ihn einfach aus. So. Gut. Aquawelle. Ching. Plop. Also auch wenn die... Wenn wir zwei... die Wahlen haben. Ja, auf jeden Fall was gegen deren Mitstreiter. Japs, ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich verloren. Freust du dich, wa? Unser letzter Kampf liegt schon einige Zeit zurück. Ja, du bist echt unglaublich stark geworden. Von mir kann man das weniger bauen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe so das Gefühl, dass du genau verstehst, was in deinem Pokémon vor sich geht. Weißt du was, Kira? Ich gebe dir eine meiner VM ab. Warum nur zwei Fliegen? Oh yeah. Sehr schön. Die können wir gebrauchen, dankeschön. Die hat mir mein Papa in Rayon-City gegeben, damit ich ihr Zeug nach Hause kann, wenn mich das Heimweh packt. Davon gehe ich zumindest aus. Ah, dann sollte ich Shadow Reverse auch eine abtreten, was? Also gut, Kira, man sieht sich. Ja, damit haben wir die zweite Attacke für... die nächste Attacke für... Hm,
Waldwechsel. Okay. Die nächste Attacke für unser Renami. Und ja. Dankeschön. Das machen wir erstmal weg. Erstmal mache ich allerdings Heuler weg, denn Windschnitt könnten wir eventuell noch benötigen. Und ja. Fokker darf wieder nach vorne. So. Dankeschön. Gehen kurz hier rein. Hier ist ein Item. Ein Hyperball. Sehr nö. Sehr schön. Route 6. Ja, da liegen Items, aber die können wir noch nicht holen wegen. Aber wir können es erfahren. Okay. du bist wirklich faszinierend und verschätzt mich bei meinem Experiment. Wie schnell du von einem weiblichen Trainer besiegt werden kannst. Siehst du, Kids, alles klar, ich verstehe. Das ist die Route, wo man Seso Kids fangen kann, also. Das heißt, wir gehen auf Zornklinge, denn Typ Normalpflanze, glaube ich. Finden wir jetzt einfach raus. Was hat noch keine Kampfattacke? Bodycheck. Ja. Hier, das ist die, könnte die Herbst- oder Frühlingsform sein. Okay. Polikon, okay. Bisschen kommen. Krass und so. Nächstes kommen Pokémon mit Typ, den ich nicht. Ne, Elektro hatte ich ja schon. Egal, kommen wir mal hier zu. Mann, ich dachte eigentlich, dass das wieder ein Forscher kommt, deswegen wollte ich das einfach so machen. Aber na gut, dann gehen wir halt weiter Focker. Vorübergehend. Protein. Ja. Für Lucy. Come on. Vorne. Focker kommt nach vorne wieder. Pokémon mit trockener Haut lieben Wasserattacken oder den Regen. Ich spreche hier natürlich von ihrer Fähigkeit Trockenheit. Ist ja ein Item. Oder kann man ja einfach nur abkürzen? Man kann einfach nur abkürzen. Ein Tarnpignon. Nee, ich habe von anderes. Pflanzen-Pokémon zu verwenden. Natürlich auch eines, was man eher selten verwendet. Aber eigentlich ganz cool ist. Nachhinein betrachtet. Imolga. Wird es nicht sein, denn es ist ein Elektro-Pokémon. Oh Mann. So, Doppelteam. Mach du ruhig. Falls ihr noch, ich hätte noch die Arena mit Leon ja gemacht. Nochmal Doppelteam, das passt mir nicht so sehr. Halt die Attacke ab, na klar. Das treffe ich selber. Nochmal Doppelteam.
Aquavelle. Ja, das Blöde ist, dass ich jetzt, dass da jetzt noch so genug übrig ist. Wow. Das, wenn ich nicht treffe, er mich besiegen kann. Die Moiko! Boah, du siegst. Fucker reicht Level 32. Yippie! Und Seso Kids. Ja, da tauschen wir doch mal zu. Ich will gucken, ob es auch von Typ normal ist oder nur Typ Pflanzi. Den ich jetzt Leon einsetze. Ah, okay, wir haben Herbst, das heißt, es könnte die Herbstform sein. Sesokids ist natürlich auch ein schönes Pflanzen-Pokémon der 6. Generation hier. 5. Generation. Aber nö. Spitz mal in deine Ohren. Kannst du hören, wie die Pokémon und die Pflanzenleiser einen zappen? Das Maul. Tschung. Beutel. Ja. Muss halt sein. Sud. Der Mund wird langsam trocken. Was möchtest du? Es regnet, die Erde wird nass, die Pokémon kämpfen nur zum Spaß. Hat den nicht schön gehört, ich weiß, aber wenn da Noten stehen, soll man Noten singen. Gegen Schallquaps Meprana hat das gut geklappt. War hier nicht, weil er hat noch keinen Typ Home Trainee. Pam. Somit. Ja. Muss halt so sein. Es ist Schallquapp. Okay, dann bleiben wir auf. Gehen wir auf Leon. Seht ihr, wäre ich im letzten Part Route 6 hochgegangen, dann wären wir jetzt schon bei 27 Minuten. Dann kann ich einfach machen, wie ich gerade lustig hab. Zack. Pokémon drin erlassen. Stärke. Bumm. Noch ein Schallquapp. Wird der überhaupt nicht langweilig? So, Stärke nochmal. Und ja, ich sag, die Attacke wirklich erst verzögert. Und das ist nicht asynchron. Ich werde dein Pokémon-Team erforschen. Tu das. Der Vorteil an denen, dass wir jetzt nur 4 Pokémon statt 6 haben, ist folgender. Dass wir jetzt schnell unsere Pokémon trainieren können. Und später dann die späteren Pokémon schneller Anschluss finden. Ja, also wir sind jetzt ein Stück voraus und die folgenden Pokémon werden einfach schnell einen Anschluss finden. Als wenn wir jetzt 6 Pokémon gleichzeitig trainieren würden. Ein kleiner Vorteil. Aber er ist da. Eventuell ist es sogar Schwachsinn, was ich erzähle, aber es kommt ungefähr hin von dem, was ich meine, denke. So. Hier finden wir einen Hypertrank. Hier ist ein Labor zur Erforschung von Sesokids. Und wenn man
Anfangen, weil die das jetzt bringen, das Doppelte hierher einsetzen, wenn wir können, weil jedes ausziehen kann. Das heißt, dann einsetzen die ja auch sehr nah sein. Nein, verstehe. Wir haben keine Seesokets, und ich glaube, hier kann man alle vier Seesokets hinbringen und dann jedes Mal das Wetter umstellen lassen, so wie man Bock dazu hat. Und jetzt kommt, glaube ich, eine Neuerung vom Spiel. Ihr seht, der Tampion sieht aus wie ein Pokéball. Ich glaube, das könnte ein Tampion sein, aber es ist nicht. Aber es hätte eins sein können. Wenn man nicht da ein Item hingelegt hätte. Ja, und in der Tat, die Seesokids, der Trainer, haben sich dem Wetter angepasst, so wie die Wilden hier. Und sind in der Herbstform. Sehr schön. Und direkt das nächste Pokémon. Laukaps. Entschuldigung. Zu viel gegessen heute. Hallo Trainerin. Ich werde die Zusammenhänge, die deiner Stärke zugrunde liegen, offen legen. Tu das, wenn du nichts was zu tun hast. Seesokids. Ach, du bist doof. Die haben hier so viele Forschung rumlaufen mit Seesokids. Warum helfen die Forscher nicht einfach? Ein Forschungsinstitut, was hier in der Nähe rumflattert. X-Tempo von Detna eingesetzt. Feuerschlag. Oh, das hat Damage gemacht. Und bumm. Ja, du kannst dich gar nicht konzentrieren. Ich verstehe schon. Setzen wir mal die Top-Schutze ein. Top-Schutz einsetzen. Dankeschön. Ein Pokémon natürlich. Tampignon. Bisschen kommen. Dankeschön. Und ein Blattstein, sehr schön. Und noch ein Tarnpignon. Geil. Das heißt natürlich jetzt. Gucken, wenn wir die Route in diesem Part abschließen können. Oder geht die gleich noch extrem viel weiter? Oder ist das schon das Ende mit dem Wanderer auf der Brücke? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da ist das Ende. Das heißt, kann durchaus einfach den Part länger machen. Flupp. Oh, Lawine wird verstärkt, wenn der geht. Das eigene Pokémon. Oder auch nicht. Ja, dann speamen wir einfach ein bisschen. Das wäre nicht so, als wenn ich es nicht könnte. Quabble ist ein Wassergeist. Gehen wir einfach auf Nami. Ich wüsste sonst nicht, was ich machen soll. Fliegen. Aquavelle. Aha. Ja, Aquavelle ist natürlich ein schönes, starkes Pokémon. Kann man auch gerne mal verwenden, wenn man möchte. Ah, mal schauen, mal schauen. Vielleicht ein Pokémon Schwarz. Auf Höhnig.de, ja, dann könnte es vorkommen, dass ich Quabbel verwende. Da werde ich dann noch den Starter Serpify verwenden, falls es zu weit kommt mit dem Let's Play. Wie
Coachella. Also die letzten zwei Parts unter 20 Minuten und dieser Part wird über 20 Minuten sein. Letzten. Ne, der letzte Part war bei 20 Minuten, ne? Aber die Parts davor nicht. Dafür wird der hier etwas über 20 Minuten sein. Garantiert. So. Naja, ist ja auch egal. Wir schließen auf jeden Fall in diesem Part die Route 6 ab. Eben Olga wird in den Kampf gesetzt. Da gehen wir doch auf unseren Leon, der ja in der Elektroarena von Camilla das gleiche getan hat. Eben Olga ist besiegt. Seine Mega Defense stellen uns diese Angriffe nicht. Wir können weiter mit Stärke angreifen. Er hat eine Mega Verteidigung und eine Menge KP. Bumm. Und einen guten Angriff. Bärenkräfte. Arena Bären ist für Paralyse. Oder? Keine Ahnung. Zu kämpfen? Können wir uns heilen? Oder was? Okay, was ist hier? Okay. Leuchtstein. Oh, nice. Leuchtstein. Sehr schön. Gucken wir doch noch kurz, was hier auf uns wartet. Gar nichts. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Elektrozithöhle, haben wir irgendwas verpasst? Und diese Wanderer. Ja, okay. Elektrolithöhle. Danke fürs Warten. Da sieht mir ganz nach Netz eines Elektro-Pokémon aus. Ein Elektro namens Voltula. Keine Ahnung, warum es so ausgerechnet hier ein Netz gesponnen hat, aber dafür auch ein Problem darstellen. Dann würde ich auch gerne weiterhelfen. Ich bin schließlich Arena-Leiter. Los, Rockheimer. Meine Frage ist, gehe ich noch kurz? Ich habe schon 70 Dampfwalze. Müsste ja eigentlich auch scheinen, wenn man die sowieso bekommt, aber einige fragen sich vielleicht, wo kommen denn noch heute Dampfwalze her? Dann sehen die, die habe ich ja schon bekommen und habe die einfach nur in meinem Beutel übersehen. Gut, Dankeschön. Ist ja gut bei mir. Ich möchte noch kühlig kurz abspeichern. Hier. Da wartet N auf uns. Aber mit dem möchte ich noch nicht reden. Ich möchte nur das nächste Pokémon fangen. Schuss wird nicht mehr. Sehr gut. Die Klack möchte ich nicht. Kann hier die nächsten zwei Pokémon schon fangen? Oder das Klick-Klack? Ah, was ab? Oh, das ist so süß. Mann. Anspannung von einem Bär mehr runter. Ich möchte aber kein Batzapf mit Anspannung. Mal gucken, ob es auch noch andere gibt. Mit eins mit Hexaplager am besten. Die Pokémon auf deiner Seite gehen auf. Das könnte natürlich auch nützlich sein. Bälle. Netzball.
kommt in ein Netzball verzapft. Ja. Super. Was auf Falle gefangen? Es pflanzt sich einen großen Brunnenfass und blablabla. Möchtest du. Ja, es ist männlich, ne? Männliches Wattzapf, das wird eine Riesenspinne. Gut. Bleibt mir fast nichts anderes übrig, als es so zu nennen. Und zack. Neues Teammitglied. Wir wollen zurückgehen. Aus gutem Grund. Wir wollen nämlich das Teammitglied natürlich direkt einpacken. Und mitnehmen. Dafür brauchen wir natürlich erstmal den Topschutz. Den Topschutz, so. Oh ja, das hat ein langer Part. Außer. Nee, okay. Machen wir gemeinsam. Wollen ja alle sehen, was so ein Typ das ist, ne? Verrat. Was ein Wesen ist, hat dies, das, jenes. Ah, ich kann ja hier runter. Zack, zack. Kurz mal abkürzen. So. In das PC. Pokémon bewegen. Oh. Lockeres Wesen. Ja, geht. Verteidigung erhöht. Zornklinge, Elektronetz, Käferbiss und Magensäfte. Wenn man gerade die mit eigenen Magensäften an und fährt, Effekt von dessen Fähigkeit. Achso, wenn es zum Beispiel. Okay, es ist niedlich. Kommt ins Team. Für Rex. Tschüss, Rex. Tschüss. So. Was machen wir noch kurz? Wir werden ihm beibringen. Voltwechsel. Jupp. Für Magensäfte. Da-da-da-dam. Und was noch? Kiefertrutz? Nee. Nee, das war's erstmal. Pokémon. Nami. Item geben. Kriegst du da ein Scooblinse zurück. Zack. Und Alex. Item geben. EP-Teiler. Sehr schön. Fucker bleibt vorne, weiterhin. Passt alles. Passt, passt, passt. So, dann gehen wir nochmal zurück zu der lieben Hütte da oben. Ah. Schutz wirkt nicht mehr. Na gut, dann gehen wir halt nochmal in Schutz rein. Und dann ist das ein 31. Part ungefähr. Zack, 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 zack. Oh. Warte. Das möchte ich doch hier ausnutzen. Ein wildes. Oh doch! Mann.
mehr echt selten. Flop. Pitch Slap. Das beamen wir doch mal direkt vor. Bumm. Das ist verwirrt. Kein Power. Sah aus wie eine Pflanzenattacke. Zack. Wow, 1000 Erfahrungspunkte für Alex. Nice. Gehen wir direkt weiter hier. Hier ist ein Weg. Bitch. So, ich hab's auf Bitch gesagt heute. Hallo. Isophagus. Ah. Geh mal weg hier. Wir heilen uns hier in dieser Hütte. War ein anderes Pokémon Center als das eigentliche Pokémon Center. Nehmen zum Speichern. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.